Wenn ich Ihnen für so ein ganz normales 1-Euro-Los das Doppelte bieten würde, guter Deal eigentlich, oder? Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, Sie würden es trotzdem nicht machen. Warum wir bei aller Vernunft oft vollkommen irrational handeln, das haben wir in einem großen Straßenexperiment herausgefunden. Und fragen Sie sich jetzt mal selbst, wie würden Sie sich in diesen Fällen entscheiden? Ein Reporter. Drei Experimente und ahnungslose Probanden. Kann es sein, dass meine Fragestellung dich leicht beeinflusst hat? Könnte natürlich gut sein, ja. Die große Frage, wieso handeln wir in manchen Situationen irrational? Von vorn. Wir verstecken unsere Kameras in einer Münchner Einkaufspassage. Denn wir führen heute Psycho-Experimente durch. Unsere Probanden sollen nichts davon mitbekommen und sich ganz natürlich verhalten. Versuchsleiter Matthias Fiedler bringt sich in Position. Unser erstes Experiment ist ein Schokoladenexperiment. Ich habe haufenweise Schokolade hier hingekarrt und das Tolle an der Sache ist, die wird jetzt kostenlos verteilt. Davon träumt doch jeder. Man darf so viel Schokolade nehmen, wie man möchte. Eine Stunde Zeit, eine Einkaufspassage voller Probanden. Die entscheidende Frage. Wie viele Schokoladenstückchen stecken sich die Leute ein? Nehmen Sie so viel Sie möchten. Ja. Dann nehme ich die zwei Farben. Ja, warum? Es gibt ja noch mehr Farben. Ach, ich will nicht so Ding sein. Etwas zurückhaltend sind die Leute. Ich nehme zwei für meine Kollegin. Ne? Sehr gerne. Warum haben Sie nicht mehr genommen jetzt? Nur weil ich nicht unverschämt bin. Das ist sehr nett von Ihnen. Dankeschön, schönen Tag. Eine Stunde hat Matthias kostenlos Schokolade verteilt. Erfolg? So lala. Jetzt Teil 2 unseres Experiments. Schokoladenexperiment, zweite Runde. Wir machen noch mal das identische Experiment. Die gleiche Schokolade, derselbe Schokoladenpromotor. Nur jetzt verlange ich die unglaubliche Summe von 1 Cent. Dafür dürfen die Leute so viel Schokolade nehmen, wie sie wollen. Gleiche Voraussetzungen. Ein Reporter, eine Stunde, ein großer Haufen Schokolade. Nur diesmal eben für 1 Cent. Werden sich die Leute anders verhalten? Und siehe da, mit dem 1 Cent scheinen tatsächlich die Hemmungen zu fallen. Das ist aber doch peinlich. Nein, ist gar nicht peinlich. Aber die schmilzen jetzt auch so. Ja, da müssen Sie sich einfach beeilen. Okay, eins lasse ich Ihnen jetzt noch drauf. Eins lassen wir drauf. Ich habe aber noch, müssen Sie gar nicht. Nehmen Sie ruhig mit. Ergebnis? Wir haben das Experiment unter identischen Bedingungen durchgeführt. Einziger Unterschied, der 1 Cent. Insgesamt hat Matthias bei Durchgang 2 fast doppelt so viele Stückchen verteilt. Die Leute haben pro Kopf etwa 3-mal so viel Schokolade genommen wie beim kostenlosen Durchgang. Das war ja eigentlich das identische Experiment. 1 Cent ist ja praktisch umsonst. Ja? Alles gleich und trotzdem haben die Leute sich ganz anders verhalten. Das wundert mich. Warum sind wir eigentlich so? Genau das soll uns dieser Mann beantworten. Professor Dr. Jan Häuser ist Lehrstuhlinhaber für Sozialpsychologie an der Uni Gießen. Er kennt alle Tricks, jeden kleinen Kniff. Wir präsentieren ihm unsere Ergebnisse. Na, Herr Professor, warum sind wir denn so? Eigentlich ist es das quasi dasselbe, ob es umsonst ist oder 1 Cent kostet. Psychologisch ist es aber was anderes. Wenn es umsonst ist, dann ist es eben eine Situation, wo man was geschenkt bekommt und wo dann eben genau diese soziale Regel, man sollte höflich sein, man sollte nicht gierig sein, das greift dann alles. Sobald jetzt das Geld ins Spiel kommt und sei es auch noch so wenig, wird daraus so eine Art Geschäftsbeziehung. Ja? Das heißt, ich bezahle etwas und dafür steht mir das jetzt auch zu. Ob das angemessen bezahlt ist, sei erstmal dahingestellt. Dann erscheine ich vielleicht eher clever, weil ich ein gutes Schnäppchen gemacht habe. Aha, bei unserem Experiment trifft Schnäppcheninstinkt auf gute Kinderstube. Nur weil ich nicht unverschämt bin. Eben. Und deswegen haben Betreiber von kostenlosen Probierständen nur wenig zu befürchten. Wir nutzen sie im Alltag nie wirklich aus. Für das nächste Experiment suchen wir Hardcore-Galileo-Fans. Wir wollen nämlich wissen, wie viele Folgen von Galileo sind jemals ausgestrahlt worden. Ihr könnt ja gerne mal mitraten. Sind das mehr oder weniger als 1000? Mal gucken, was die Leute sagen. Schritt 1 des Experiments. Mehr oder weniger als 1000 Sendungen? Raten Sie mit. Ich schätze mehr.
Mehr. Mehr. Mehr? Mehr? Ja. Na, da sind sich die Leute schon mal einig. Jetzt Schritt 2 des Experiments. Jetzt würde ich gerne noch eine Zahl hören. Ah. Ich gehe auf 3000. 1800. 1800? Ich würde mal sagen so 2000, 2500. Ja. So einen Dreh. Ja. 1200. 1870. 1500 vielleicht? Mhm. 1001. 10 Leute habe ich jetzt gefragt und die Schätzungen waren alle sehr ähnlich. Jetzt werde ich mal an der Fragestellung eine Kleinigkeit ändern. Mal gucken, was dann passiert. Matthias stellt den Leuten die gleiche Frage. Fast. Was schätzt du, wie viele Folgen Galileo wurden jemals ausgestrahlt? Waren das mehr oder weniger als 10.000? Mehr oder weniger als 10.000. Mehr. Weniger. Ich würde sagen, ungefähr genau 10.000. 15.000. 15.000. 5.500. 5.500, das ist ein Wort. Dann sage ich 12.000. 11.000, ich weiß es nicht. 20.000. 20.000. Oha, das Ergebnis? Wir haben jeweils 10 Leuten dieselbe Schätzfrage gestellt. Einziger Unterschied, der Richtwert. Und der treibt die Schätzungen gehörig auseinander. Bei Durchgang 2 ist die durchschnittliche Schätzung 5-mal so hoch wie in Durchgang 1. Das ist unglaublich. Ich habe jetzt 10 Leuten die genau gleiche Frage gestellt und nur ein bisschen den Richtwert verändert und schon explodieren die Schätzungen. Sind wir wirklich so einfach gestrickt? Ja, also hier ist wirklich ganz erstaunlich, was das für ein großen Unterschied macht, diese Variation in der Frage, einfach ob man fragt, ist es mehr oder weniger als 1000 oder 10.000. Das, was wir hier sehen, nennen wir Ankereffekt. Dieser Ankereffekt, das ist sozusagen eine Denkabkürzung. Denkabkürzung insofern, weil es bestimmte Sachen gibt, die fallen uns extrem schwer einzuschätzen. Ja, jetzt müsste man sehr gründlich überlegen, wie man da eine begründete Schätzung abgeben kann, wie viele Sendungen gibt es denn nun tatsächlich. Und wir nutzen sozusagen alles, was uns hilft oder vermeintlich hilft. Im Alltag begegnet uns das beispielsweise am Supermarktregal. Ein 8-Euro-Wein wirkt neben einem 30-Euro-Wein doch gleich anders als neben einem 2-Euro-Wein. Ankereffekt sei Dank. Auch bei unserem Experiment führt der Anker die Leute nur in die Irre. Bis heute wurden exakt 6272 Galileo-Folgen gesendet. Auch Sie können den Anker gezielt einsetzen. Zum Beispiel einfach ein Gehalt fordern, was einem vielleicht erstmal als unverschämt erscheint. Aber wenn man Glück hat, setzt es einen Anker. Man kriegt dann zwar nicht das, was man gefordert hat, aber es geht vielleicht in die Richtung. Deshalb bei Verhandlungen immer die erste Zahl in den Raum werfen. Genau hier startet mein nächstes Experiment. Da gibt es nämlich Lose und Lottoscheine. Und genau die will ich den Leuten jetzt abkaufen. Mal schauen, wie die reagieren. Wieder filmen wir versteckt. Matthias und Lockvogel Rosanna sind bereit. Lange müssen die beiden nicht auf Kundschaft warten. Na, wer gibt sein Los freiwillig ab? Würden Sie mir den Schein verkaufen? Verkaufen. Wollen Sie den Namen dafür? Nix, ich mache mir keinen selber. Danke. 2,50. Was haben Sie gezahlt jetzt? 8,25 kostet ein Schein, ja? Okay. Danke. Würden Sie mir den verkaufen? Nee. Nee? Ich biete Ihnen 10 Euro. Danke. Nee? 15? 20 Euro! Matthias verhandelt fleißig, bietet den Leuten mehr Geld für ihre Tickets, als sie bezahlt haben. Das Ergebnis bleibt aber gleich. Was würden Sie denn haben wollen? Ja, höchstwahrscheinlich 2,25 wieder, weil ich kann das eine für das andere eintauschen. Also nee, 2,25 biete ich Ihnen. Ja gut, aber das können Sie ja auch der Dame bieten. Und okay. Aber Sie haben vielleicht die besseren Zahlen. Ich habe einfach ein gutes Gefühl bei Ihnen, Ihren Schein. 3,50. Okay. Danke. 4 Euro. Nee, auch nicht. Was würden Sie denn haben wollen? Ich nehme ihn jetzt einfach mit. Also ja. Jeder einfach hat zwar seinen Preis. Über 4 Stunden im Lottoladen. Und nur eine Person geht auf unseren Deal ein. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Das Fazit?
Boah, es läuft ein wenig schleppend. Die meisten wollen mir ihre Scheine und ihre Lose nicht verkaufen. Einem habe ich ja sogar den doppelten Preis geboten, trotzdem kein Interesse. Ist ja unverständlich, der hätte sich ja dann zwei Scheine eigentlich kaufen können, also doppelte Gewinnchancen. Trotzdem wollte er nicht. Komisch, oder? Ja, das ist schon sehr erstaunlich, wie die Leute hier fast schon wegrennen vor dem Angebot. Ich glaube, hier sind zwei Dinge, die zusammenkommen. Das eine ist etwas, was man Besitztumseffekt nennt. Und das beschreibt eigentlich die Tatsache, dass wir Dinge, sobald sie uns gehören, als wertvoller einschätzen, als es andere Leute täten, die diese Dinge noch nicht gehören. Ja? Also zum Beispiel der Autobesitzer würde sein Auto als wertvoller einschätzen, als jemand, der dieses Auto nicht besitzt oder jemand, der dieses Auto vielleicht auch kaufen möchte. Und hier sind wir aber nochmal im ganz speziellen Feld mit den Lottoscheinen. Bei den Lottoscheinen kommt natürlich nochmal dazu, dass wir anfangen, uns zu überlegen, was wäre, wenn? Auch wenn die Chance extrem gering ist, wir könnten ja hier ein Gewinnerlos in den Händen halten. Das verkauft man doch nicht. Deshalb behalten wir unsere Tickets lieber. Ein Tag, drei Experimente. Und dreimal handeln die Leute irrational. Ist das jetzt was Schlechtes? Oder steckt da mehr dahinter? Wir berücksichtigen eben zum Beispiel auch, was denken andere von uns? Ja? Oder was hat das für Konsequenzen für andere, wenn ich mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalte? Das muss aber nicht unbedingt schlecht sein. Das kann sogar auch positive Effekte haben. Wir plündern keine kostenlosen Angebote und nutzen alle verfügbaren Informationen, bevor wir Entscheidungen treffen. Fakt ist, unsere Experimente zeigen irrationales Handeln. Das ist aber nicht schlecht, sondern kann auch nützlich sein.